Das St. Vinzenz Hospital in Köln verfügt über eine der wenigen Spezialabteilungen für Thoraxchirurgie und beschäftigt sich mit Operationen am und im Brustkorb. Die seit 5 Jahren bestehende Fachabteilung zeichnet sich durch ein großes Behandlungsspektrum aus. Alle Tumorerkrankungen, ob gut oder bösartig, werden meist minimalinvasiv operiert. Als bei Lelinda Bosbach ein Karzinoid in der Lunge festgestellt wird, wendet sich die 24-Jährige an das Expertenteam des St. Vinzenz Hospitals. Das Einführungsgespräch war wirklich sehr umfangreich. Ich wurde über alles aufgeklärt, die Risiken, wie das alles abläuft. Mir wurde die Angst vor der OP genommen. Auf jede Frage wurde geantwortet. Ein großer Anteil der Operationen wird minimalinvasiv durchgeführt. Dabei werden die Operationsinstrumente über 2 bis 3 kleine Hautschnitte in die Brusthöhle eingeführt. Minimalinvasive Operationstechnik hat für die Patienten den Vorteil, dass man deutlich schonender operiert. Man hat keinen großen Hautschnitt mehr, sondern man operiert über 1 bis 3 kleine Zugänge, über die man dann in der Lage ist, quasi auch komplexe Operationen mittlerweile sicher und gut durchzuführen. Für den Patienten bringt die Methode nur Vorteile. Neben dem kosmetischen Aspekt beschleunigt sich auch der Heilungsprozess nach der OP. Ich war nach der OP schon schneller aus dem Krankenhaus raus. Also ich musste nicht lange hierbleiben und ich durfte auch sofort wieder duschen. Also alles wieder ganz normal und ich hatte auch keine Schmerzen mehr. Die Verheilung läuft super. Die entscheidende Frage ist immer, welche Eingriffe kann man so machen? Man muss eine gute Selektion treffen, für welchen Patienten diese Operationsmethode geeignet ist. Es ist nicht bei jedem Tumor und nicht bei jeder Tumorlage möglich, so zu operieren. Aber mit einer entsprechend großen Erfahrung kann man sicherlich weit mehr als die Hälfte der Eingriffe heutzutage mit dieser Technik durchführen.